Sag mal, Leute, was stinkt hier denn so? Oh. Ja, hat von euch jemand etwa einen losgelassen hier? Gepuppt oder was? Nein, Mädchen pupsen nicht, dann war das Tim. Nein, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nur ein bisschen Bauchweh. Also warst du das doch. Nein, doch. Nein. Aber Leute, eine andere Frage. Wieso ist denn hier denn sowas von kalt? Ich zittere ja schon vor Kälte. Wir sind alle im Sommeroutfit und der Boden ist weiß, also ist ja Schnee. Was? Schaut mal auf den Boden. Der Boden ist ja so kalt, das ist ja richtiger Schnee. Ja, dann steh doch mal auf. Kannst du nicht auf dem Steh sitzen bleiben? Ich habe eine Überraschung für euch, ich komme gleich wieder. Tim, kannst du dich etwa nicht benehmen? Ja, was ist denn, Gregor? Was habe ich denn schon wieder gemacht? Ja, du hast schon wieder hier stinki-stinki gemacht. Was habe ich gemacht? Ja, keine Ahnung, gestinkt. Hast du wieder etwas gemacht? Nein, ich habe nichts gemacht. Also Gregor, jetzt hör doch mal auf, mich zu beschuldigen, was ich überhaupt nicht gemacht habe. Aber Tim, ist dir auch kalt? Nein, mir ist überhaupt nicht kalt. Ich habe doch einen Pulli an und überhaupt, ich bin so gut angezogen. Ja, wieso bist du denn so gut angezogen? Ich verstehe das nicht. Ich bin im Sommeroutfit und du? Du hast einen Pulli und eine Hose und so. Frierst du gar nicht bei dem Schnee hier? Ja. Also, aber Tim, das ist ja auch ganz komisch. Wir sind in einer anderen Welt und irgendwie ist hier Schnee und ich verstehe überhaupt nicht, wieso ich keine Winterklamotten habe. Ja, das verstehe ich aber auch nicht. Mal, Tim, geht's noch? Hör doch mal endlich auf und setz dich wieder dahin. Was machst du für komische Sachen hier? Tim, jetzt reicht's. Benimm dich. Was soll das? Kannst nicht hier die ganze Zeit sowas loslassen. Jetzt benimm dich mal. Mach mal. Ich mache gar nichts. Was soll ich denn machen? Mach mal hier. Außerdem ist mir ja gar nicht kalt. Aber mir, jetzt stehe ich sogar auf dem Schnee. Ich friere ja richtig. Guck doch mal, ich hab noch nicht mal richtige Schuhe an. Es ist ja alles viel zu kalt hier. Mir doch egal. Du bist doch kein kleines Kleinkind, was frech ist und in den Kindergarten geht. Ja, aber es ist hier so langweilig. Ich wollte was machen. Mir ist viel zu langweilig hier. Wisst ihr was? Ich habe eine sehr, sehr schöne Überraschung für euch. Oh, das ist aber gar nicht langweilig. Das ist schön. Wo hast du das denn jetzt her? Oh, das leuchtet so schön und es ist auch viel wärmer. Wartet noch. Ja, eine warme Decke. Oh ja, ist das schön kuschelig warm. Wisst ihr was? Heute ist Heiligabend. Was? Wisst ihr, was das bedeutet? Ich glaube, ich habe mich erkältet. Ja, ein bisschen Halsweh. Nicht so schlimm, jetzt ist hier Feuer in der Decke, dann wird dir wieder warm und du bist wieder gesund. Das war Ja. bestimmt nur von gerade eben, weil du hier so nackt, also nicht nackt, sondern so ganz gar nicht warm rumgelaufen bist. Ja, aber das wird ja schon irgendwie. Ja. Naja, jetzt ist es ja schön warm. Hallo, Tannenbaum. Was? O Tannenbaum? Und danach legen jetzt alle ins Bett und erzählen uns so eine Lagergeschichte, okay?
Oh, Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grüßt dich nur zur Weihnachtszeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Jingle bell, jingle all the way. Oh, it's fun and we still run and no one more show can say. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, it's fun and we still run and no one more show can say. And one more show can say. And fingers in the snow, fingers in the sleepy corner, Christmas cold. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, it's fun. Jetzt ist Lagerfeuergeschichtenzeit. Okay, alle ins Bett hüpfen. Ja. Also, so, es ist Schlafenzeit. Ich erzähle noch eine Geschichte. Ja, ich bin mal gespannt. Über was willst du denn eine Geschichte erzählen? Ich weiß es noch nicht so. Erzähl mal was über Tiere oder über Vampire. Ich weiß nicht. Es war einmal ein Affe. Der hatte einen Freund, einen Braunbär. Dieser Braunbär mochte Honig, aber leider haben ihn die Wespen und so ganz viele Hummeln und so ihm das weggenommen. Kuckuck, kuckuck, kuckuck. Gregor, Tim, habt ihr es gehört? Was war das? Kuckuck, kuckuck. Ist da irgendwo ein Uhu? Oder ist das ein Geist? Ich muss mal gucken. Das ist ein Uhu am Baum. Ach so. Okay, na, weiter. Erzähl mal weiter. Und dieser Affe traf ein Jaguar. Der Bär wollte ihn beschützen, aber dieser Jaguar hat den braunen Bär gefressen. Der oh, arme, das ist eine schlimme Geschichte. Der arme Affe fand sich aber einen neuen Freund ganz schnell. Und zwar ein Hase und ein Igel. Die drei waren alle beste Freunde. Sie wollten über die ganze Welt reisen. Und da trafen sie ein Chamäleon. Und dann waren sie Freunde. Sie gingen immer weiter. Sie haben immer da, wo sie einen Freund finden. Sie haben das auch in jedem Land einen Freund gefunden. Und dann haben sie immer von da jedes Essen und Trinken und alle Sachen mitgenommen. Huhu! 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 Ich habe ja so Ohren, ich will schlafen. Was war das, Leute? Ein Uhu, deine Eule. Ich will jetzt schlafen. Uff, uff, uff. Das war irgendwo in den Bergen. Hinter uns ein Wolf. Ein Wolf? Oh meine Güte. Wir sind in einem Haus. Da passiert uns schon nichts. Gregor, sei doch nicht so ein Angsthase. Ich bin kein Angsthase. Nur ich habe halt manchmal so ein bisschen Angst, wenn da jemand kommt. Okay, jetzt pst, alle schlafen. Pst. Huhu, huhu. Schlafen! Wieder hell. Oh,
ich bin auch so müde.